Am 3. Oktober 2022 hat Warschau die Reparationsbombe platzen lassen. 1,3 Billionen wollen die Polen. An dem Tag hat der Außenminister Polens eine entsprechende Note unterzeichnet und die wurde dann geschickt ans Auswärtige Amt in Berlin. Und das Datum war natürlich symbolisch gewählt, 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Und bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass in dieser Note die Ostgebiete, die von Deutschland nach Polen einverleibt worden sind, in keinster Weise erwähnt werden und auch nicht die mindestens 12 Millionen vertriebenen Deutschen und die mindestens 2 Millionen deutschen Toten, die es dabei gab. Also das wird mit keiner Silbe erwähnt, das wird einfach unterschlagen und das ist schon bemerkenswert und über Polens verschwiegene Schuld möchte ich heute sprechen mit Doris von Sein-Wittgenstein, Politikerin. Die Bild-Zeitung hat sie die Skandalfürstin der AfD genannt, vormals AfD-Chefin von Schleswig-Holstein. Und mit meinem Kollegen Roy Grassmann, der Geschichte studiert und sich intensiv mit polnischen Lagern befasst hat, wo Deutsche interniert und gequält worden sind, dazu später mehr. Und Doris, vielleicht an dich zuerst die Frage, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diese astronomisch hohe Summe von 1,3 Millionen gehört hast? Ich habe gedacht, jetzt ist der Sack wieder auf, auch für uns Deutsche, denn diese Forderung ist ja ein Vertragsbruch. Es hat mich aber auch andererseits nicht gewundert, weil Polen ist ja immer sehr einäugig. Während wir ja unsere Verbrechen aufgearbeitet haben, ist es ja in Polen überhaupt nicht geschehen. Und wenn man sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts, also in Bezug auf Polen und dessen Vertragstreue anschaut, dann hat mich diese Forderung nicht gewundert. Es wurde wieder ein Fass aufgemacht, und zwar von polnischer Seite aus. Also man fragt sich ja, die Deutschen haben auf große Gebiete verzichtet. Willy Brandt ist niedergekniet in Warschau und jetzt wird die Sache wieder nach oben geholt. Ich würde sagen, wir schauen mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Also diese Verbrechen, die an Deutschen begangen worden sind, werden ja oft damit begründet, dass die Deutschen selbst Verbrechen begangen haben und das von polnischer Seite aus dann die gerechte Strafe im Prinzip war. Aber was dabei oft verkannt wird, es gab ja schon nach dem Ersten Weltkrieg sehr große Verbrechen an Volksdeutschen. Also schon nach dem Ersten Weltkrieg, wir schauen mal auf die Karte, gab es ja große Gebietsverluste durch den Versailler Vertrag, also man sieht, fast das gesamte Westpreußen, Posen, ging alles an Polen. Und Polen hatte natürlich ein Interesse daran, diese Gebiete zu polonisieren, sprich zu entdeutschen. Und das hat auf kultureller Ebene stattgefunden. Zum Beispiel war Deutschland keine Verwaltungssprache mehr, deutsche Schulen wurden geschlossen. Und natürlich auch auf sehr grausamer Ebene, auf der Ebene des Alltagsterrors. Also es gab viele Übergriffe auf Deutsche, es wurden Deutsche inhaftiert als Staatsfeinde. Und es gab auch polnische Lager, wo Deutsche konzentriert worden sind. Und damit hat sich ja mein Kollege Roy Grassmann intensiv beschäftigt. Und Roy, zwei Namen stechen ja da heraus, vor allem Cipiorno, das Lager, und Strzałkow. Du hast dich damit befasst. Wie sind denn diese Lager entstanden und was genau hat sich da abgespielt? Ja, bei diesen Lagern handelte es sich ja um ehemalige deutsche Kriegsgefangenenlager. Sie wurden natürlich gleich nach dem Aufstand in Posen, der fand ja am 27. Dezember 1918 statt, in Betrieb genommen. Und man internierte dort neben Deutsche vom Grenzschutz eben halt auch viele Zivilisten. Mhm. Es wurde ja behauptet, dass diese Zivilisten angeblich eine Gefahr für den polnischen Staat, für den neuen polnischen Staat darstellen würden. Das ist natürlich aber nur willkürlich gewesen, diese Behauptung, weil man hat ja auch alte Greise, man hat Behinderte, man hat eben auch Kinder interniert. Beziehungsweise konzentriert und in diesem Zusammenhang, ich sage bewusst konzentriert, kann man auch von Konzentrationslagern sprechen. Denn auch selbst der ehemalige Reichsminister Matthias Erzberger, hat ja selbst in einer Protestnote an Frankreich geäußert, es wurden Konzentrationslager in Posen errichtet. Also man kann durchaus davon reden, dass sie konzentriert wurden. Okay. Und war das ein Phänomen direkt nach dem Ersten Weltkrieg, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, oder war das wirklich ein fester Bestandteil dieses Pilsudski-Staates? Also Pilsudski, muss man vielleicht kurz erklären, wurde ja 1918 Präsident von Polen und hat sich dann 1926 an die Macht geputscht, also hat seine Truppen auf Warschau marschieren lassen und war dann quasi Diktator bis zu seinem Tod 1935. Und unter seinem Regime gab es da diese Lager noch, wurden die weiter betrieben?
Also zunächst wurden die Lager erstmal bis 1920, mindestens Ende 1920 betrieben. Dann gab es natürlich mit dem Putsch durch Pilsudski im Jahre 1926, er hat sich halt zurück zur Macht geputscht mit der Sanatia-Bewegung. Und da gab es dann wieder gab es wieder neue Internierungen. Die fingen halt auch gleich ab 26 fing die halt an. Und das spitzte sich zu. Zunächst haben sie erstmal politische Oppositionelle interniert, aber später dann auch wieder Deutsche. Das endete allerdings 1934, also mit den politischen Oppositionellen. Man ging ab 34 dazu über, auch wieder vermehrt Deutsche zu internieren. Allerdings hat es damit zu tun, dass das Entspannungsverhältnis zwischen Hitler und Pilsudski endete, denn Pilsudski ist ja 34 gestorben. Und dann verschlechterte sich das Verhältnis wieder und somit wurden vermehrt eben Zivilisten, deutsche Zivilisten interniert. Da gibt es zwei Lager, das eine heißt Bereza Katuschka und das andere war Brest-Litovsk. Also gerade Bereza Katuschka, da, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, da ging es besonders hart her. Also man quälte die Leute, man misshandelte, also schlug die Insassen. Es wurden Schwerverbrecher, verurteilte Schwerverbrecher eingesetzt, die gezielte Kopf- und Nierenschläge verteilten. Also das kann man eigentlich nicht in Worten fassen, was da abging. Und natürlich mit der Zuspitzung des deutsch-polnischen Verhältnisses im Jahre 1939, da gab es halt natürlich vermehrt wieder Internierungen. Da wurden auch weitere Lager eingerichtet, wie zum Beispiel das Lager Schotzen. Also es gab halt eine vermehrte Internierung. Ja, wir haben ja auch eine historische Aufnahme aus Cipiono in dem Fall, genau. Deutsche hinter Stacheldraht. Das sind natürlich harte Bilder und ich habe darüber zum Beispiel in der Schule überhaupt nichts gehört. Ich glaube, das wurde komplett vom Lehrplan gestrichen, sowas. Auch in den Medien kommt sowas nicht vor, in der Politik kommt sowas nicht vor. Doris, warum glaubst du, wird das derart systematisch verschwiegen? Also man muss es so sehen, Deutschland wird ja oder das deutsche Volk in einem Schuldbewusstsein gehalten. Und hinzu kommt, dass diese schlimmen Dinge, die Deutsche auch auf der Vertreibung erlebt haben, nie aufgearbeitet worden sind. Meine Mutter war damals etwa 10, 11 Jahre alt, als sie mit meiner Großmutter und zwei Geschwistern vertrieben worden ist aus Niederschlesien. Die Männer waren ja an der Front. Mein Urgroßvater war in einem Arbeitslager, ist dort auch zum Krüppel geschlagen worden. Und die sind dann mit einer Schubkarre und nur ein bisschen Handgepäck gen Westen geflüchtet. Da sind ja ganz furchtbare Dinge passiert, aber darüber durfte eigentlich nur, ich würde sagen, bis 1960, 70 gesprochen werden. Damals spielten die Vertriebenen ja auch politisch noch eine große Rolle und hatten eine Gewichtung. Da hieß es ja dann immer, Verzicht ist Verrat oder wer uns wählt, kommt schneller zurück in die Heimat. Und diese Traumata sind ja nie aufgearbeitet worden. Ich hatte in der Nachbarschaft eine alte Dame, wenn Gewitter kam, die hatte die Bombardierung auf Dresden miterlebt. Dann ging die, verdunkelte die alles und ging unter den Tisch. So werden in dieser Angst werden ja auch Kinder erzogen und so sind auch meine Geschwister und ich erzogen worden. Meine Mutter hat uns Mädchen immer furchtbare Angst vor Männern anerzogen. Also ihre größte Angst war es, dass wir hätten vergewaltigt werden können. Und das wurde ja nie aufgearbeitet. Wir haben ja heute Opfer des Nationalsozialismus die Wiedergutmachung bekommen, selbst in der dritten Generation, weil man anerkennt, dass Traumata eben weitervererbt werden, in Anführungsstrichen. Nur bei den Deutschen hat das nicht stattgefunden. Im Gegenteil, man hat einem traumatisierten Volk nicht gestattet, das aufzuarbeiten, das Unrecht, was ihnen auch als Opfer geschehen ist. Und kann natürlich damit dann auch gut Interessen durchsetzen, weil so ein Volk ja in gewisser Weise psychisch wehrlos ist. Wir können mal hier
nochmal auf die Karte schauen, da sieht man das Ausmaß dieser Vertreibungsbewegung. Also die Tausenden von Menschen, insgesamt also mindestens 12 Millionen Menschen wurden vertrieben. Und so ein Bevölkerungstransfer ist ja eigentlich völkerrechtlich, also ist ja eigentlich illegal, muss man sagen, und bricht das Völkerrecht. Aber trotzdem wird das nicht groß aufgearbeitet, das stimmt. Und es wird natürlich auch den Deutschen so ein gewisser Schuldkomplex übergestülpt. Da können wir vielleicht nochmal auf die Zeit schauen vor dem Zweiten Weltkrieg, weil da ist es ja in der Geschichtsschreibung, also scheint ja festzustehen, die Deutschen sind an allem schuld. Natürlich gibt es da auch mehrere Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und auch Polen hat, muss man sagen, in dieser Zwischenkriegszeit berauscht natürlich von den ganzen Gebietsgewinnen in Großmachtfantasien geschwelgt. Und es gibt da vor allem einen Vertreter, das war ein Führer der Nationaldemokratischen Partei, Dmowski hieß der, ein Panslawist. Roman Dmowski. Ja. Genau, Roman Dmowski. Und der hat ja von so einem panslawischen Reich geträumt, natürlich unter polnischer Führung. Hat auch immer darauf spekuliert, dass sich Polen weiter nach Westen ausdehnt. Es gab auch einige Aufstände in Oberschlesien, wo Oberschlesien gewaltsam nach Polen geholt werden sollte. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen vor dem Hintergrund des Kriegsausbruchs dann, weil die polnischen Militärkreise sind auch immer davon ausgegangen, dass so ein Krieg mit Deutschland unausweichlich ist und haben sich natürlich auch systematisch darauf vorbereitet. Und ein Brennpunkt war ja immer Danzig gewesen. Danzig war ja unter Verwaltung des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg. Und da gab es natürlich einige polnische Provokationen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Westerplatte. Das war so ein großes Munitionsdepot, wo dann der Völkerbund den Polen gestattet hat, dort Soldaten einzuquartieren, und zwar 88 Stück. Also es war eine klar begrenzte Zahl. Und die Polen haben das dann zum Anlass genommen, dieses Depot zu einer Art Festung auszubauen. Also haben weit mehr Männer dort stationiert als vereinbart, haben dann schwere Geschütze hingebracht, haben Granatwerfer hingebracht, haben Maschinengewehre hingebracht und haben dann eine richtige Festung entstehen lassen. Und interessanterweise hat der Pilsudski gleichzeitig in diesem Korridorgebiet, also zwischen den deutschen Gebieten, mehr Truppen zusammengezogen als üblich. Und man geht davon aus, dass da möglicherweise geplant war, durch diese Provokation mit der Westerplatte einen Krieg mit Deutschland vom Zaun zu brechen und dann natürlich auch die Gelegenheit zu nutzen, um sich Gebiete weiter einzuverleiben. Weil Polen, muss man auch sehen, war in der Zwischenkriegszeit militärisch Deutschland überlegen. Deutschland war ja krass abgerüstet durch den Versailler Vertrag und Polen hätte die Chance gehabt, da noch groß Gebiete zu machen. Genau, dann kam der Zweite Weltkrieg und diese furchtbare Vertreibungsbewegung. Doris, was sind dir denn so, also was haben deine Vorfahren erzählt? Gibt's da, kennst du Details von der Flucht nach Westen? Naja, ich habe das ja schon erzählt. Mein Urgroßvater war ein alter Mann, ist in einem Arbeitslager gewesen, dort zum Krüppel geschlagen worden. Und meine Mutter hat uns Kindern erzählt, dass sie miterleben musste, wie die Polen Scheinerschießungen an ihrer Mutter vorgenommen haben. Und meine Großmutter war ja Engländerin und hatte Gott sei Dank noch ihren englischen Pass. Den hat sie dann immer mal versucht vorzuzeigen. Ich denke, dadurch ist ihr wahrscheinlich das Allerschlimmste erspart geblieben. Und als die dann im Westen ankamen, da waren die ja dann auch nicht willkommen. Also wenn ich mir überlege, als 2015 die ersten illegalen Migranten nach Deutschland reingekommen sind und uns sozusagen in Anführungsstrichen als Flüchtlinge verkauft wurden und man sogar den deutschen Vertriebenen angesonnen hat, sich doch besonders um diese Leute zu kümmern, weil sie doch wüssten, wie dieses Schicksal, ich sag mal, schmeckt. Das habe ich als ungeheure Beleidigung und Kränkung empfunden. Also was ich mir seelisch auch furchtbar vorstelle, ist einfach dieser Verlust der Heimat, dass man seine Heimat über Nacht verliert. Und wie war das? Haben deine Vorfahren dann eine neue Heimat finden können oder haben die das irgendwie wirklich verbunden? Also meine Mutter hat dann zwar wieder, als sie gestorben ist, ein bezahltes Haus gehabt. Die war sehr fleißig, wie die meisten Flüchtlinge. Aber sie ist dort nie heimisch geworden. Sie hat eigentlich immer geträumt, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Und Heimat ist ja Menschenrecht. Und es gibt ja namhafte Völkerrechtler, die sagen, dass dieses Verbrechen gegen die Menschheit
nur wieder gut gemacht werden kann durch Restitution, und zwar nicht in Geld, sondern Rückgabe der Heimat. Insoweit haben sich natürlich auch die Alliierten, die ja angeblich zur Befreiung gekommen sind 1945, schuldig gemacht, denn sie haben auf dem Rücken des deutschen Ostens Polen entschädigt und ohne Rücksicht auf Rechte, es gibt ja auch die Haager Landkriegsordnung schon seit 1907, einfach mindestens 12 Millionen, die ja im Westen angekommen sind, sind ja auf der Vertreibung auch viele gestorben, heimatlos gemacht. Also das waren die Werte, die der Westen sozusagen den deutschen Vertriebenen vermittelt hatten. Ja. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja Berichte, wonach einige Lager einfach weiter betrieben worden sind, teilweise auch extra errichtet worden sind, um da Deutsche wieder zu konzentrieren und zu inhaftieren. Was ist darüber bekannt? Ja, es gibt halt natürlich sehr bekannte Lager. Das eine heißt Putulitz und Lambsdorff. In Lambsdorff ging es besonders schrecklich, vor sich, so rum. Denn in Lambsdorff gab es, das ist natürlich dokumentiert, gab es einen Brand, einen Lagerbrand. Und alle Häftlinge, die halt nicht schnell genug waren mit dem Löschen des Brandes, wurden liquidiert. Also das ist nur eine von vielen Grausamkeiten, die dort stattgefunden haben. Ich will auch nicht so viel verraten, weil viel steht dazu auch im Heft. Und ja, also in Putulitz und Lambsdorff gab es halt die höchsten Opfer, ja, der Häftlinge. Ja. Nun hat man ja, also die Oder-Neiße-Grenze war ja lange Zeit sehr umstritten. Eigentlich waren sich im Westen alle Parteien einig, dass die Oder-Neiße-Grenze eine Unmöglichkeit ist. Ja. Also sogar der SPD-Chef Kurt Schumacher hat gesagt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und die verlorenen Ostgebiete sind eigentlich das Terrain, um das wir kämpfen müssen in der Zukunft. Die SED hat es ziemlich schnell akzeptiert im Osten, also hat gesagt, das ist eine Friedensgrenze, wer die nicht akzeptiert, der ist Kriegstreiber. Und das ist ja ganz interessant, weil die heutigen Parteien stehen ja da eher in der Tradition der SED, weil sie diese Grenze mittlerweile als Friedensgrenze quasi voll festgefahren haben, als in der Tradition ihrer eigenen Parteien, die das ja immer abgestritten haben. Wie war das bei deinen Vorfahren? Gab es denn da den Versuch, was zurückzuholen, was im Osten verloren gegangen ist, über also, Ansprüche, Besitzansprüche? Also zum einen ist es ja so, dass dadurch, dass die Polen jetzt diesen Vertragsverstoß begangen haben, eigentlich erwiesen ist, dass die sogenannte Entspannungspolitik vollkommen daneben gegangen ist, dass das auf einer mangelhaften Bewertung der Geschichte beruht und dass wir uns auch mal ehrlich machen müssen und nicht immer nur auf den Knien rumrutschen müssen. Meine Mutter hat sich verschiedenen Klagen angeschlossen, die bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Das Bundesverfassungsgericht hat das aber ohne Begründung gar nicht erst zur Entscheidung angenommen. Und ich habe Unterlagen, wo also zwei verschiedene deutsche Bundesbehörden meiner Mutter bestätigen, und zwar nach dem 2+4-Vertrag, dass die Ansprüche auf ihr persönliches privates Eigentum unangetastet sind, dass das also immer noch gegeben ist, völkerrechtlich, aber dass die Bundesregierung aufgrund der guten Beziehungen zur Republik Polen ihr keinen diplomatischen Schutz gewähren wird. Und ich denke mal, der Kniefall von Willy Brandt war ja auch ein Schlag ins Gesicht deiner Mutter. Ja, ja, absolut. Nicht nur meiner Mutter, von sehr Gesamtheit vielen Vertriebenen. Ja. Ja, klar. Die Frage ist natürlich, warum Polen gerade jetzt mit dem Reparationshammer um die Ecke kommt. Also vielleicht können wir nochmal über die aktuelle geopolitische Situation so ein bisschen sprechen. Also ich glaube, dass Polen gerade sich im Aufwind zieht, also die Gelegenheit nutzen will, weil ja Russland als Feind dasteht und man hat die Chance, Deutschland klein zu kriegen. Also beide historischen Hauptgegner, Deutsche und Russen, sind gegeneinander ausgespielt quasi und Polen nutzt jetzt natürlich auch die Gelegenheit, man sieht es ja bei den Waffenlieferungen zum Beispiel, welchen Druck die machen, sich da aufzurüsten und sich als NATO-Vorkämpfer zu präsentieren. Ja, teilt ihr die Einschätzung, dass diese Reparationsforderung nicht umsonst jetzt kommt, in der aktuellen
aktuellen Ukraine-Kriegssituation? Also ich bin ja Verschwörungstheoretikerin. Die Polen haben ja massiv aufgerüstet und die Armee verstärkt. Und ich weiß aus privaten Kontakten, dass die Westukraine nie aufgegeben haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Polen hofft, durch eine Schwächung Russlands sich die Westukraine wieder einzuverleiben. Es gab ja zu Beginn des Krieges auch die Forderung, dass Polen NATO-Friedenstruppen in die Westukraine entsenden. Das ist doch schön deklariert. Ja. Ich muss die Polen wirklich da sehr bewundern, wie sie an ihrer Geschichte festhalten. Die Ukraine war ja eigentlich habsburgisch. Wenn man das so sieht und die möchten sich die Westukraine wieder einverleiben, dann wird man natürlich auch darüber sprechen müssen, ob sie nicht die Ostgebiete zurückgeben müssten. Aber wir wissen ja auch, dass schon in den 20er Jahren der polnische Westmarkenverband Karten gemalt hat, wo sozusagen die urpolnische Grenze einige Kilometer östlich von Göttingen und Berlin verlaufen ist. Teilweise bis zur Elbe. Ja, und ich könnte mir vorstellen, auch wieder verschwörungstheoretisch, dass man vielleicht probieren könnte, das nochmal auch nach Westen auszudehnen. Ich würde es angesichts der Geschichte mit Polen und der mangelnden Vertragstreue und mit dieser Großmannssucht, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, die Frage ist, also Polen ist natürlich auch so eine verwundete Nation, ne? Also die hatten ja über 100 Jahre lang keinen Staat. Und dann war es ja witzigerweise ein Aspekt, den man vielleicht noch erwähnen sollte, Deutschland, als Geburtshelfer des neuen Polens aufgetreten ist. Und Österreich, die genau, Deutschland und Österreicher, die gesagt haben, wir geben den Polen ihr selbstständiges Königreich zurück. Und trotzdem bleibt da so eine Verwundung anscheinend irgendwie im polnischen Volk oder so ein Streben, sich immer weiter auszubreiten. Mhm. Also das lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass Polen gerade so der größte Scharfmacher ist an der NATO-Front im Kampf gegen Russland und halt extrem von der Situation auch profitiert, dass Europa gespalten ist, dass man in Europa hat, was gegen Russland in den Krieg getrieben worden ist. Und die Frage ist halt, welche Opfer dadurch gebracht werden müssen. Also ich möchte dafür keine Opfer bringen. Ich zeige mal, was meine Familie für Opfer gebracht hat. Das ist eine russische Aktie. Davon habe ich einige, die ich sozusagen benutzen kann, um die Wände zu tapezieren. Und das sind schlesische Aktien. Die sind auch nichts mehr. Also sehr schön gestaltet, muss man sagen. Ja, schön gestaltet, aber da kannst du jetzt einen Rahmen drum machen, aber das war es dann auch. Und ich befürchte eben halt, dass die Deutschen, wenn wir uns aus diesem Konflikt nicht raushalten, möglicherweise diesmal alles verlieren. Dass also nicht nur die Menschen im Ostteil des Reiches bezahlen müssen, sondern auch diejenigen, die jetzt hier leben und so freudig zum Krieg gegen Russland blasen. Ich sehe da überhaupt gar keinen sittlichen Nährwert und ich finde es gefährlich, also die Rolle, die Polen dabei spielt, also statt zu mäßigen, dass man da versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen. Also ich meine, aber das hat ja auch Parallelen in der Geschichte. Ne? Ja, jetzt sind wir von der schmerzvollen Vergangenheit zur schmerzvollen Gegenwart gekommen. Und wir wollen nochmal festhalten, wir wollten keinen Revisionismus betreiben, wir wollten keine Toten gegeneinander aufrechnen, sondern die Geschichte, die wahre Geschichte darstellen, die Geschichte in all ihren Facetten, weil das kommt heute viel zu kurz. Es wird immer nur einseitig verzerrte Sichtweisen geliefert und deshalb haben wir ja auch dieses Geschichtsspezial rausgebracht, Polens verschwiegene Schuld. Dass es zu bestellen gibt unter kompakt-shop.de, wo nochmal vieles von dem, was wir erzählt haben und natürlich sehr viel mehr zusammengefasst ist. Wir haben Karten drin, wir haben Fakten drin, wir haben historische Aufnahmen drin, interessante Schilderungen, interessante Perspektiven und ich kann es wirklich nur empfehlen. Doris, möchtest du auch noch was sagen zu unserer Geschichtsausgabe? Ich habe die gelesen, ich finde die sehr gut, habe sie auch in meinem Kanal uneingeschränkt empfohlen. In dem Sinne,
Polens verschwiegene Schuld zu bestellen unter kompakt-shop.de. Und kommentieren Sie gerne wieder mit auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. Wir würden uns freuen.